Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich mit dir über DeepMind Volume 1 sprechen. Es gibt von der DeepMind-Serie drei Versionen, eben Volume 1, 2 und 3. Und jede dieser drei Serien hat eine ganz bestimmte Funktion. DeepMind 1 dient, dass man in einen Trance-Zustand hineinkommt und das, was man so kennt von einer tiefen Hypnose oder von einer Trance, wo man tief hinunterfällt und dann erweiterte Bewusstseinszustände erlebt, dafür wurde sie speziell konzipiert. Ich habe diese drei Frequenzen primär für das letzte Astralreisen-Live-Seminar konzipiert und produziert. Und wir hatten tatsächlich, als ich am Schluss nach den letzten Tagen gefragt habe, wer hat etwas erlebt, haben alle aufgezeigt. Das heißt, wir hatten eine 100%ige Erfolgsquote und diese drei Frequenzen sind primär eben Teil dieser Serie, was mit einer neuen Technologie entwickelt wurde. Ja. Was ist DeepMind 1 ganz genau? Wie funktioniert sie ganz genau? Das ist eine Mischung aus tibetischen Sängen, einer tibetischen Meditation, aber ohne Worte und einer tiefen Relax-Musik, die einem immer tiefer in diese Zustände hineinführt. Ja. Ich habe sie einmal kurz gehört, bevor ich dann aufs Seminar gefahren bin und war selbst persönlich nicht so begeistert, ja, weil ich sie auch nur ganz kurz gehört habe und nur Fehler geschaut habe. Ja. Und ich wollte sie eigentlich löschen und komplett neu produzieren und als ich dann beim Seminar irgendwie dann die doch dann abgespielt habe, weil ich wollte sie dann gar nicht abspielen beim Live-Seminar, haben mir direkt nach dem Seminar, sind so viele Teilnehmer auf mich zugekommen und haben gesagt, Marco, das war die beste Meditation von der besten Musik, die du je gemacht hast, mit der besten Wirkung und die Leute waren so perplexed von der Wirkung und von der Schönheit der Melodie und der Musik, dass ich das alle gesagt haben, auf keinen Fall neu machen oder sonst irgendwas, sondern genauso wie sie jetzt ist, lassen, ja. Und dann habe ich sie mir selber im Seminar dann angehört und hatte selber eine sehr coole Erfahrung damit in einem erweiterten Bewusstseinszustand, dass ich dann gesehen habe, ey, die ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ja. Und so habe ich dann beschlossen, die einfach dann zu lassen. Ja. Und es gibt eben drei Teile davon, Volume 1, 2 und 3 und jede dieser drei Teile geht immer tiefer, es spricht andere Gehirnareale an und die bauen miteinander eine Art Verschränkung auf, wenn man die miteinander trainiert und hört, dann wird man damit auf jeden Fall erweiterte Zustände erleben können, ja, wie es auch im Seminar dann auch passiert ist. Ja. Wann sollst du sie am besten nutzen? Ich empfehle, diese Frequenz am besten zu nutzen, wenn du meditierst, also wenn du idealerweise vorm Schlafen gehen, mitten am Tag kannst du sie natürlich genauso hören, in einer Schlafunterbrechung mitten in der Nacht oder direkt nach dem Aufstehen wird sie auch einen sehr guten Effekt haben. Ja. Und ich empfehle sie dir, vor allem so die ersten 7 Tage täglich zu hören, damit du einfach in diesen Zustand hineinkommst, dass das Gehirn, weil das Gehirn ist wie ein Muskel und das Gehirn wird stimuliert durch die Frequenzen und durch das Training. Also je öfter du sie hörst, desto besser trainierst du schlussendlich einfach diesen Bewusstseinszustand einzunehmen und wirst merken, was das dann für einen Effekt hat. Ja. Und wenn du dann die 2 und 3 danach trainierst, dann wirst du diese drei Areale, die dafür zuständig sind, um Trance-Zustände zu erleben, stimuliert haben, trainiert haben wie ein Muskel und du wirst einfach dann leichte mystische Erlebnisse, wie zum Beispiel Seelenreisen, Astralreisen, luzide Träume und so weiter erleben können. Ja. Manche fragen mich, Marco, was ist der Unterschied zwischen dieser Gehirntrainingsfrequenz, die ich schon mal produziert habe, der Deep Brain Training und so weiter. Der Unterschied ist ganz einfach, die anderen gehen von Alpha auf Theta, von Theta auf Delta. Diese jedoch hat einen ganz anderen Frequenzspektrum, wo verschiedene Sachen gekoppelt werden, die spezialisiert sind auf die jeweiligen Gehirnareale für mystische Zustände, ja. Also das ist der große Unterschied, ja. Und in der Wirkung macht sich das natürlich auch bemerkbar. Einfach nur hören und dann wird man schon sehen, was passiert. Also lass dich auf jeden Fall überraschen. In dem Sinne wollte ich nur verkünden, dass eben die neue Frequenz verfügbar ist. Ebenso auch in unserer App auf Brainwave 3D. Einfach im Apple oder Play Store suchen und wünsche dir viel, viel Freude damit und ich freue mich schon, dich dann im nächsten Video zu sehen, wenn ich dir dann die Volume 2 vorstelle.